Aufwärmen vor dem Rennen mit oder ohne Regen. Erstmal ohne Regen, mal gucken, wie das Rennen wird, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Grand Prix 4. Wie das einfach aussieht. Michael Schumacher, dann kommen wir, der hellblaue Wagen auf der 2. Wir haben freie Sicht, weil vor uns, direkt vor uns, keiner steht. Barrichello, Alesi, Trulli, Häkkinen, Ralf Schumacher, Heinz-Harald Frenzen auf der 8. Ich hoffe, er kommt in die Punkte. Ponys, Kimi, der Jong, Fisico. Die beiden Arrows. Wie weit hinten Montoya und auch allen voran. Der 2. McLaren. Und Alonso weiterhin ganz hinten. Kein Regen, okay. Kein Stopp, sage ich dann. Dann wollen wir mal los. Legen. Sieht schon sehr ungewöhnlich aus. Ich kann sogar die 1 schnappen, aber nichts überstürzen. Klar, versuchen auf jeden Fall, aber nichts überstürzen. Zu schnell, scheiße. Wir sind im Ferrari-Sandwich. Weiterhin. Es war knapp an der Wiese vorbei links. Ich wollte aber auch nicht viel weniger Gas geben, weil ich insgesamt noch leicht gehofft habe, dass wir Michael Schumacher angreifen können, aber der ist jetzt schon eine halbe Runde voraus. Gut, dann halten wir halt alle hinter uns massiv auf, auch wenn es schwierig werden wird nach der Spitzkehre oder Zufahrt auf Kurve 1. Aber müssen wir halt durch, das sind 35 Runden. Ich hoffe nicht, dass wir sowas wie in Imola erleben werden mit die Technik versagt und ab über den Randstein. Das wird ungemütlich. Ich muss die Innenbahn zumachen. Ich hoffe, wir können das gesamte Rennen überverteidigen. Hoffentlich wird Barrichello auch nicht sowas mit dem Benetton erleben wie ein Spielberg. Jetzt ist er erstmal auf der 4. Da ging ihm die Luft aus neben uns. Ein weiter Weg. Ich weiß, wir sind nicht bei Stronghold erreichen. Passt einfach zu Barrichello, deswegen habe ich es angesprochen. Weit weg den Schaden, okay. Aus der letzten Schikane heraus, da kann das richtig unangenehm werden. Und Zufahrt auf die Schikane, auf die letzte Schikane eher weniger. Da kommt er ziemlich gut aus der Spitzkehre raus. Er wird es nochmal aus der zweiten Schikane heraus. Ungemütlich. Aber gerade ist der Jordan zu weit weg. Irgendwann wird Barrichello ihn wieder bekommen und spätestens dann, wenn Barrichello hinter uns ist, wird uns das Leben wieder zur Hölle gemacht. Boah, wie dunkel das da ist. Wo kommt denn der Schatten her? Die Sonne steht doch. Wo steht die denn? Ich dachte gerade, hey, warum ist das so viel Schmutz an der Wand an der Werbung? Das war bloß ein Schatten. Ist hinter uns. Oh, mit Abstand sogar der Jordan. Nicht der Giuliano, der Jean. Oh, das ist nicht gut. Kein Angriff in dieser Runde. Michael Schumacher tut mir jetzt schon leid. Das Rennen wird sowas von traurig. Aber selbst schuld, wenn er so gut ist. Der Jordan hat Bock. Dahinter ist kein Barrichello mehr, dahinter ist Ralf Schumacher. Wo kommt der denn her? Wo ist denn Trulli? Warum ist Frenzen nicht dahinter? Fragen über Fragen. So, jetzt wird er angreifen vor der nächsten Schikane.
Nein, zu weit weg. Okay. Mund zu weit aufgerissen. Haha, sollte ich öfter machen. In so einer Situation. Wir kommen nicht zum Stop rein. Also wenn, dann müsst ihr uns auf der Strecke irgendwo knallhart überholen. Oder ich mache irgendeinen Fehler. Also ab in den Fehler treiben. Viel Spaß dabei. Oder einfach massiv besser sein. Das hilft vielleicht auch schon. Fast durch die erste Kurvensektion durch. Aua. Zwei Sekunden hat er gewonnen. Ist denn Barrikör geblieben? Da hinten? Und schon weit hinten. So, gibt's jetzt nach dieser Schikane hier Ärger? Nee, jetzt weit weg. Das wird wieder nix. Jetzt lässt er gerade richtig reißen. Jetzt wird das auch auf der langen Geraden nix. Bitte, da hinten auf einmal wieder was anzeigt. Also ein Auto nicht bloß irgendwie ein Kiesbett. Oder ein Parkplatz. Zeigen die Stadt Ziegelrades. Da ist Michael Schumacher noch nicht. Und das ist schnell rein. Dann lese noch hinter uns. Platz 3 für ihn wäre ja super. Jetzt sehen wir ihn hier mit Zufahrt auf die erste Kurve überhaupt nicht mehr. 7-3 Abstand, mindestens 9-3. Ich hätte eher 9-5. 9-4, genau dazwischen. Mann. Das war nicht gut, überhaupt nicht gut. Na, Rad sollte ich im Übrigen auch nicht verlieren durch irgendeine Leitplanke und auch keinen Nasenschaden erleiden. Das wäre ganz hilfreich für ein super tolles Rennergebnis. Es ist erstaunlich, wie langsam der Jordan ist. Wir haben einen vollen Tank und er wird ja gewichtsmäßig nicht im Nachteil uns gegenüber sein. Da wird er mindestens, also entweder fährt er die gleiche Strategie, gleiches Gewicht, dann ist der Wagen einfach nur schneller oder er fährt weniger und dann müsste der Wagen durch reine Leistung und durch Gewicht schneller sein als unser Benetton. Geht's für uns ziemlich gut. Voll gemütlich. Ab schon nach vorne, F6. Na, oh, F7! Oh, der Jordan ist nicht mehr hinter uns. Das könnte jetzt blöd werden. Da steckt nämlich BMW Power im Auto hinter uns. Ungünstig. Spüren wir die Power gleich auf dem nächsten Stück geraden? Auf Schumacher, zu weit weg. Okay. Würde mich nicht wundern, wenn Michael Schumacher das Treppchen überrundet, also mindestens Platz 3. Scheiße, hab nicht aufgepasst. Nein, wir verlieren Platz 2. Oh, da war ich nicht auf der Höhe. Kacke. Der kam nicht mal spät in den Rückspiegel, oder? Der war einfach... versteckte er sich auch nicht. Er war einfach... Ich habe geschlafen. Oh Mann. Kacke. Gibt's nicht, ey. Boah, das wurmt mich gerade massiv. Den sehen wir nicht wieder. Der ist auf der Geraden schon zu weit weg. Das ist ein Windschatten. Das ist nicht mehr der Rede wert.
Vielleicht haben wir Glück und so würde die BMW gerne ausscheiden, schaltet Ralf Schumacher noch aus. Aber selbst Platz 3 wäre ja super. Aber um den Zeiten muss ich einfach aufmerksam sein. Das war ja Grütze, ey. Das war richtig dünn. Jordan und so viel Druck. Also zwei Druck. Prekert, aber echt keine Lust mehr. Hätte WM schon abgeschrieben. So fühlt sich's an. Ich glaube wirklich noch an Platz 2. Nicht wegen der Strategie, sondern einfach, weil der BMW ausscheiden könnte. Das halte ich für gar nicht so unwahrscheinlich. Das wird Michael Schumacher Platz 3 auf jeden Fall berunden. Platz 2 ist wohl zu schnell. Oh oh. Na, geh weg, hau ab. Scheibenkleister. Nicht berühren, nicht berühren. Oh. Bin massiv vom Gas gegangen, er aber auch noch, weil... Sonst hätte es auf jeden Fall eine Berührung gegeben. Gebremst habe ich nicht, aber ich habe den Wagen voll rollen lassen. Ich glaube, durch ihn wurde das keine Kollision. Ich habe mit dem Auto etwas zu spät gebremst. Der Wagen ist sehr schwer und das war etwas zu spät. Also, durch Alesi gab es hier keine Berührung. Wir hatten zwar genau eine Wagenbreite Platz, aber hätte erster versucht, dann wäre es schief gegangen, ja, bin ich mir sehr sicher. Das war dann doch eher etwas zu wenig Platz. Zu weit weg, der Jordan, viel zu weit weg. Zu weit weg. So darf das gerne weitergehen. Ich würde es Ralf Schumacher schon gönnen, wenn er durch seinen Boxenstopp wieder hinter uns fallen würde, aber ich denke mal, das wird nicht aufgehen, weil er zu schnell sein wird. Er wird, denke ich, einen Boxenstopp rausfahren. Besseren Halbzeit. Wenn er überhaupt reinkommt, Reifen behalten, Vorsicht, das habe ich schon im Training gemacht, das war Mist. Zu weit weg. Jetzt hat sich Barrichello wieder abgesetzt vom Alesi. Hat wieder einen Sicherheitsabstand. Ich glaube, hinter dem Trulli ist ein BAR zu sehen. Meint meinen Augenwinkel gesehen zu haben. Augenwinkel sehen sowas? Ja, warum nicht? Ich stelle mir das gerade ziemlich uncool vor, wenn die mit frischen Reifen wieder hinten aufgeschlossen haben und uns dann attackieren. Oh Mann. Aktuell geht der Abstand noch 5, 6.
Aber vielleicht kommt der Ralf Schumacher ja gar nicht mehr rein. Könnte auch sein. Ich mach ihn zu, ich hab aus dem Mist gelernt. Kann aber wieder auf die Leerlinie, der ist weit hinten. Da hat er Geschwindigkeitsschwung verloren, damit wird das auch nichts auf dieser Geraden. Zu spät, das ist nicht gut für Kurve 1. Jetzt zieht nicht in den Windschatten, ist schon mal gut. Dann muss ich hier nicht sonderlich spät in die Eisen gehen. 7-2er Abstand. Wissen, was der Giancarlo gerade so treibt. Ob er schon von Montoya und Coulthard überholt wurde. Da war gerade ein Arrows zu sehen. Auf der Leinwand. 7-2. Sekunden. Gerade ist er wieder recht nah daran. Das kann er aber überhaupt nicht halten. Da haben wir ja schon schwierigere Zweikämpfe gehabt. In die vorletzte Schikane hinein. Oh ja. Und der Rubens hält weiterhin Abstand zum Alesi. Jetzt kommt er ran. Ich fahre wieder halbe Kampflinie. Und wieder kann er den Schwung nicht mitnehmen, weil er zu nah auffährt. Jordan kann bis an Ende hinter uns bleiben, wenn er so weitermacht. Ich hoffe aber nicht, dass er zum Stop reinkommt. Der ist wieder zwei weg. Sehr schön. Denk mal allen voran, wenn die schnellen Autos noch zum Stop kommen und uns dann mit frischeren Reifen attackieren, wird es noch richtig unangenehm.
Bald ist Rennhalbzeit, dann kann es die ersten Stops geben. Mal gucken, ob Ralf Schumacher reinkommt. Wenn die Technik nicht zuschlagen will, dann muss er mit einem Stop hinter uns gelangen. 13.4 reicht noch nicht. Da muss er noch einiges zulegen, zumal man beim Boxenausgang nicht sonderlich spart mit dieser eben noch alten Ausfahrt. Jetzt hatte er mal in der Kurve genügend Abstand, um nicht den Schwung zu verlieren, aber er ist jetzt wieder zu weit weg. Und 1, das reicht noch nicht. Dann fahren, weil er auch tanken muss. Das werden mindestens 24 Sekunden sein, die er braucht. Und mindestens ist noch zu wenig. Also mindestens 24 sind noch zu wenig. Denke ich. Und wenn er wirklich gegen Rennhalbzeit reinkommt, dann wird das nicht reichen. Wenn aber so Runde, sagen wir mal, 25 reinkommt, könnte es schon für uns eng werden. Ich denke, mit frischen Reifen würde er den Abstand auf jeden Fall wieder zufahren. Natürlich muss er auch an ein paar andere vorbeifahren, die dann nicht stoppen, aber ja. Wir sind einfach gespannt. Es ist aber erstaunlich, wie Barrichello einfach Abstand zu Alesi hält und nicht wirklich zeigen kann, dass er schneller ist als der Jordan. Frenzen aus dem Rennen, warum das denn? Bei Schumacher wäre ja was gewesen, aber warum denn Frenzen? Getriebeschaden auf der 8 liegend. Oh Mann, wo ist denn der Giancarlo? Häkkinen auf der 7? 14. Spitzkehre. Bei Nolli Verstappen, Alonso schon überrundet. Der schon mit der Spitzkehre. Aua! Michael Schumacher in der Box, der wird auf jeden Fall vor uns bleiben. Der ist viel zu weit weg. Ralf Schumacher muss noch rein. Bin so gespannt, ob er reinkommt. Jawoll! Haha, das könnte was werden. Ich denke, das reicht. Er hatte noch nicht mal 20 Sekunden Vorsprung. Ich habe gesagt, 24, das ist noch viel zu wenig. Keinen Scheiß machen und allen voran einfach Gas geben, wenn wir wirklich vor ihm sind, wenn er rauskommt. Man sieht ihn noch nicht. Jetzt fährt er gerade los oder er ist gerade auf Vollgas. Er ist wieder hinter uns, aber mit frischen Reifen. Da steht aber abenteuerlich, der Prost Acer. Wir sind wirklich wieder auf die 2 gekommen. Boxenstrategie sei Dank, aber das heißt noch gar nichts. Also aktuell wieder Platz 2 geschenkt bekommen, aber der muss gehalten werden. Eifelt an der Box, das ist nicht gut. Ich dass hier noch ein Jaguar in die Punkte kommt, da kann ich gucken, wo die liegen.
Stellt euch mal vor, gegen Rennende schaltet mich euch schon mal aus und wir sind immer noch auf der 2, also bis zum Ausscheiden seinerseits. Ab Platz 2 oder Haupttreppchen sehe ich überhaupt nicht sicher, weil vor Ralf Schumacher habe ich jetzt schon Respekt, wenn der angedödelt kommt. Gut, er hat gerade ein paar Autos vor sich, die haben alle Windschatten. Dennoch, ich sollte ihn nicht vergessen. Gucken, ob jetzt noch ein Verfolger reinkommt. Nee, der lese ich mal nicht, das finde ich gut. Barrikade will auch nicht, der Trolli nicht und der dahinter war das schon Ralf Schumacher. Ist auf jeden Fall nicht reingekommen. Kimi in der Box. Weil wir aufhalten, wird er auch wieder an das ganze Feld rankommen. Hinterher in der Box, der kommt nicht in die Punkte. Frühestens hinter Trulli, da ist der Teamkollege in der Box, da ist Ralf Schumacher. Oh oh. Nee, ist nur zweit weg. Puh. Da ist schon leicht ein Bammel. Nein. Oh nö, jetzt haben wir den Ferrari hinter uns. Alesi, warum kommst du denn rein? Na, weil er zu wenig Sprit mitgenommen hat. Ach so. Immerhin Ferrari, auch wenn er bisher überhaupt nicht mal im Ansatz den Alesi überholen wollte, ist es immerhin Ferrari, der auf der Geraden auch Bums hat und allen voran auch in den Kurven. Gerade ist er gut weit weg. Ich bin gespannt. Oh, echt gerutscht. Flagge, was ist hier los? Schaltet wer hinter uns aus? Nein, da vorne steht. Oh, es war ziemlich rot. Ich dachte schon fast Michael Schumacher. Kein weiterer fährt in die Box. Zumindest nicht von den direkten Verfahren. Da passt Acer, da steht, das irritiert man. Ich guck da hin. Der Eddie, der fährt nicht in die Punkte. Hat er nicht vor. Alexander auf der 13. Thomas Engel. Den werden wir, denke ich, mal runden. Das wird nicht gut. Und Barrichello hält auch uns gegenüber Sicherheitsabstand. Steht das Auto da auch noch blöd rum? Wo ist ein Barrichello hin? Ach, da hinten. Gucken, ob Barrichello jetzt reinkommt. Ich glaube, wenn Barrichello weg ist, kann der Jordan wieder näher heranfahren. Der muss sich gerade massiv verteidigen. Ich glaube, gegen einen BMW Williams, und das wäre dann Ralf Schumacher. Jetzt ist Barrichello aber nah dran, ist aber nicht gut. Wie weit weg der Jordan ist.
Du musst die bestimmt Kampflinie fahren. Barrikello ist aber richtig neben der Spur. Jetzt war ich etwas traurig, dass Alesi reingekommen ist. Jetzt hoffe ich aber, dass Barrichello nicht mehr reinkommt. Denn der scheint echt angenehm als Hintermann zu sein. Vorsicht, nicht hier irgendwie in die Leitplanke treiben lassen. Das wäre richtig doof. Oh oh, ein BMW Williams hinter dem Ferrari. Das wird nicht mal teuer sein. Ich erkenne, der ist noch zu weit weg, der BMW Williams. So nah wie hier in Kurve 2 ist Barrichello auf einer Runde nirgendwo. Ja, das ist ein grüner Helm, das ist Ralf Schumacher mit frischen Reifen. Hoffentlich kommt er nicht an Barrichello vorbei. Oh, jetzt haben wir einen neuen Hintermann. Den kennen wir schon. Hoffentlich schlafe ich nicht mehr so wie noch vor vielen Runden. Problem ist, er hat viel besser Reifen und das Auto ist immer noch schweineschnell. Er ist schweineschnell unterwegs. Oh nee. Lass uns doch diesen zweiten Platz. Du hast ihn doch schon einmal gehabt. Scheiß, zu spät. Er hat mich jetzt verleiten lassen. Der ist auf jeden Fall vorbei und der Ferrari. Oh, 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 oh. Ich muss ihn zumachen. Die sind noch beide hinter uns. Okay, ist vorbei, aber ist auch verdient, so wie ich die Schikane abgekürzt habe. Nicht die Wiese. Wow, das war eng. Kann Barrichello jetzt wieder Abstand nehmen, so wie die restlichen Runden? Was ist denn das da hinten? Ist das ein Minardi? Da ist irgendwas Dunkles hinter dem Jordan. Ist das DC? Ist der mal teuer? Die Nase ist so spitz. Was macht denn Barrichello jetzt? Der soll abhauen. Kaum einmal unter Druck bei der letzten Schikane. Schon verbremst. Kann doch nicht wahr sein. Das ist nicht ein Minardi. Das ist ein rotnasen Tupfer. Wenn's blöd kommt, dann fliegt uns auch da die Nase um die Ohren. Echt nur da. Da habe ich jetzt gar keine Lust. Oh ne, geht doch nicht in den Schatten. Weg, 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 weg. Irgendwie weg.
Okay. Die C war nicht in der Box, der Häkkinen war in der Box und demzufolge wird der McLaren Mercedes nicht übermäßig schnell sein. Zumindest nicht so schnell wie der BMW Williams, hoffe ich. Okay, die Lage scheint sich wieder beruhigt zu haben. Das ist schon mal irgendwie angenehm. Jetzt darf ich bloß keinen Scheiß mehr machen. Offenbar ist Barrichello heute zu langsam, um sich Platz 3 zu schnappen. Dann liegt zwar an mir, keinen Fehler zu bauen. Und erwartet eine Überrundung auf uns. Vor Ralf Schumacher ist wer? Das war nicht so gut. Erst heute, da kann ich die DR-Linie behalten. Knapp an der Leitplanke vorbei und Barrichello hat den Schwung komplett verloren. Das ist Minardi, das ist Alonso. Oh, das war knapp an der Wand vorbei. Der Windschatten ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Ach du Kacke, der greift an. Der wird angreifen, der wird angreifen. Das sehe ich jetzt schon kommen. Nicht so verbremsen wie vorhin. Sehr schön. Ist ja gerade über den Randstein geräubert, aber massiv, oder? Zurück. Ja, aber sowas von sogar was Kiste wird jetzt womöglich überholt. Ja. Zum Glück ist es nicht der BMW Williams, der uns jetzt folgt. Das ist erstmal wieder ein German. Allerdings der vielleicht schnellere von beiden. Oh nein, es ist Häkkinen. Der wird auch fallschnell sein, oder? Oh nee.
ist denn da los gewesen? Wo ist denn der Jordan nach Hinterbarrikeno? Wo ist der Jordan? Ist der. Da ist er noch zu sehen, dass er nicht in die Box gekommen ist, hat mir doch bemerkt. Barrikeno wird gekascht. Was macht denn der schwarz-gelbe Renner? Aha, Barrikeno ballert ihn weg. Ja, so kann man es auch machen. Das ist ja bitter für Trulli. Der hätte gerade die Chance, auf der 4 liegend, sich Platz 3 zu schnappen. Jetzt ist er sowas von raus aus dem Rennen ums Treppchen und auch aus den Punkten. Er ist gerade 6. und er hat auf. Oh Gott. Er war 6. Das war noch hier Rundenzeitanzeige. Häkkinen, das kann ja richtig doof werden. Der hing vielleicht die ganze Zeit einfach nur fest, aber wenn er jetzt hinter uns ist und wir halt nicht so schnell sind, dann könnte er uns richtig ärgern. Wir haben nicht mehr so viele Runden. Schnell sein. Gas geben, keine Fehler machen. Mal gucken, wie Häkkinen so abliefert. Aktuell 1,5 Sekunden hinter uns. Noch sieht's gut aus, weil Barrikeno kann ihm folgen und das ist ein Zeichen für, wir sind schnell genug. Aktuell 1,6, aber das heißt noch nichts. Diese Runde wird sehr entscheidend sein. Trulli in der Box, dann ist der beim Zurückfahren mit jemandem kollidiert, schätze ich. Oder hat er zufällig gerade ein elektronisches Problem gehabt? Bestimmt nicht. Frontflügelschaden, Wo kommt der wohl her? Hat er sich selbst zugefügt? Oh Mann. Schönes Auto. Trotzdem noch schönes Auto, auch nicht mehr so ganz symmetrisch. Wo will er denn hin? Fisiko auf der 15. Häkkinen da, das ist gar nicht mehr so weit weg. Das Auto muss halten, ich muss halten, wir müssen Position 3 irgendwie halten. So viele Runden sind es nicht mehr. Komm, hau ab, du Lump. Meinetwegen kann er am 04er Abstand bleiben, wenn er an den entscheidenden Stellen immer so weit weg ist. Sieht aber gerade nicht danach aus. Überhaupt nicht, der klebt gleich an uns. Hier greift er uns nicht an, hier verliert er auf jeden Fall Meter. Wir fahren 5 Runden und den Rest von dieser dann ist Schluss. Wir werden nicht überrundet, weil Michael Schumacher in die Box musste.
Spitzkernzufahrt, Häkkinen, zu weit weg. Okay. Was mache ich denn? Einen Scheiß mache ich. Eieiei, der wird angreifen. Innen ist zu. Außen ist aber offen. Nein, lass das. Lass uns Platz 3. Gut, das ist sehr nett. Aber jetzt nicht auf Startziel angreifen, das wäre auch nett. Nicht, dass der jetzt beim Rechtsziel neben uns ist, weil auf der Geraden übermäßig stark Geschwindigkeit aufgebaut hat. Das wäre böse. Das war nur der Randstein, das war nicht die Leitplanke. Vielleicht lässt die Menardi uns gut vorbei. Zu eng habe ich es da auf jeden Fall nicht gemacht. Er hat aber vorsichtshalber zurückgesteckt. Oh Mann, ey. Minardi, hau ab. Da kommt auch noch eine Arrow. Das ist auch nicht viel schneller. Die fahren ja fast genauso langsam, die beiden. Fast genau gleich langsam. Komm, Dampf weg. Nein, nicht hier. Oh, nee. Ah, jetzt ist der Häkkinen dran. Ich komme hier nicht gut raus. Er kommt noch schlechter raus. Okay. Ja, jetzt behindert den McLaren. Komm, fahr nochmal nach links. Oh, Mann, Alonso. Was ist denn das für eine Aktion? Aber Häkkinen ist weiter weg als vor der Spitzkehre. Das ist gut. Das muss mir reichen. Etwas zu schnell. Ich weiß. Oh, ja. Barrichello hinter uns. Das ist sehr schön. Ich freue mich, wenn ein Ferrari hinter uns ist, statt einem McLaren. Oh Mann. Oh, das hat richtig gekostet. Danke, Alonso. Dann doch, danke. Unglaublich, dass Barrichello heute nochmal jemanden überholt und Häkkinen kriegt die Schikane nicht. Jetzt greift sein Teamkollege ihn auch noch an. Okay, da vorne ist richtig was los. Hier kein Quatsch machen. Da vorne hinten. Haben die Konkurrenten sich lieb und teuer in der Box? Das wird auf jeden Fall nichts mehr mit Punkten. Hat wohl ein technisches Problem. Ich guck nicht nach. Weh, Barrichello dreht jetzt auf, dann gibt's aber Ärger. Dann müssen wir ihn Spielberg spüren. Das war scheiße. En Fuego, der Unterboden. Ja, ich glaube, Barrichello ist in seiner bisherigen Rennmanier wieder angekommen. Schaut mal, wie der einfach Abstand hält. Das ist richtig nett. Der ist einfach voll lieb, der Barrichello. Was machst du denn da vorne? Geh aus dem Weg. Blaue Flagge, das sehe ich von hier, dass die geschwenkt wird und dass die geschwenkt wird. Jetzt von einer Vettel wie in Suzuka machen, das war 2016, ne? Ich meine ja. Da ging er richtig ab mit seinen blauen Flaggen. Komm schon, schleich dich. Aber nicht hier schleichen, ja, hier müssen wir noch raus beschleunigen. Ach, der Zidiali, eine Frau, sieht so aus. Nicht schlimm, Barrichello, halt der Abstand. Gar nicht so schlimm.
zwei Runden und der Rest von dieser noch. Platz 3, hallo. Oh oh. Hinten hält der Arrows auf, da ist jetzt eine Lücke zu Barrichello. Das ist gut, falls Barrichello doch nochmal angreift, er kommt ran. Dann hat er für den Fall eines Fahrfehlers noch Abstand zu seinen Hinterleuten. Abstand Hinterleut, Barrichello bleibt zu weit weg, sehr gut. Vorletzte Runde. Schön, Barrichello hält Abstand. Der bleibt weit genug hinten. Eine Runde hat Rubinho noch und er ist recht nah dran. Ich habe zumindest mal kurz Gänsehaut bekommen, weil er war wirklich in der Kurve nah dran, aber ist jetzt zu weit weg. Letzte Runde. Hier kommt er sowieso immer sehr nah ran, aber hier kann er überhaupt nicht überholen. Außer ich komme hier links auf die Wiese, aber das mache ich jetzt nicht mehr. Habe ich das ganze Rennen nicht gemacht, mache ich auch jetzt nicht. Jetzt nicht den Reifen von rechts verlieren, wenn ich jetzt nicht weit rauskomme. Rechtzeitig anbremsen, Michael Schumacher gewinnt, okay. Barrichello zu weit weg, er hat zwei McLaren hinter sich und dann den Trulli. Nee, Alesi, Trulli ist ja weit hinten. Tja, Alesi, wärst du noch nicht zum Stop gekommen, dann hättest du dir Platz 4 schnappen können. Vielleicht sogar unter Umständen Platz 3. Wobei du warst ähnlich wie Barrichello nicht so ganz auf der Höhe. Aber noch ist das Rennen nicht zu Ende. Der wird nochmal angreifen. Der wird nochmal ansatzweise angreifen. Oh nein, lass das, Barrichello. Nur weil ich die Leitplanke berühren musste. Nein! Er beschleunigt uns aus, oder? Nee, nicht mehr, aber... Ich habe die Schikane nicht bekommen, das ist jetzt irgendwie ein Fahrerbeigeschmack. Gut gemacht, Sie sind auf dem Treppchen. Wieso musste ich da nochmal die Leitplanke berühren? Hätten wir die Kurve normal genommen, wäre Barrichello nie so nah dran gewesen, oder? Ich glaube schon. Ich muss gestehen, der Geschmack, der ist halt getrübt. Ich freue mich trotzdem irgendwie. Was ist denn hier los? Ist aber Trolli. Da war nirgendwo ein Benetton zu sehen. Ach Mann, warum musste ich denn noch die Leitplanke mitnehmen? Jetzt habe ich mir selbst etwas die Freude genommen. Fast eine Minute Rückstand. So nah war Barrichello nie auf Startziel. Durch diesen Fahrfehler? Ja. Die beiden Brüder vor uns. Michael vor Ralf. Dann wir, dann der David, dann Barrichello, Häkkinen, Alesi auf der 7. Panis, Räikkönen, Heidfeld.
Montoya, Irvine, Villeneuve, De La Rosa, Fisichella, Jung, Enge. Trulli auf der 18, Verstappen, Alonso, Benoldi, Frenzen. Muss gestehen, ich habe kurz mit dem Gedanken gespielt, nach der Schikane zu lupfen. Hab's am Ende aber nicht gemacht. Warum? Mir war bewusst, ich habe da einen Fehler gemacht und gewissermaßen auch einen Vorteil erzielt. Und andererseits war da halt wohl das typische Rennfahrer, ich sag mal, gehen. Diese typische Rennfahrer-Eigenschaft, die ich jetzt mal so auf mich projiziere mit, ich will unbedingt dann, wenn es halt wirklich hart auf hart kommt, meinen Platz behalten. Und ich rede es mir schön mit, Barrichello war auf Startziel am Ende, kurz vor der Ziellinie, so nah dran wie bisher noch nie in diesem Rennen durch diesen Fahrfehler. Also insofern hätte ich ja gar keinen Vorteil, oder? Andererseits habe ich mit dem später bremsenden Angriff auch abgewehrt worden. Vielleicht hätte neben uns sein können, dann auch Schatz hier auf jeden Fall vorbeifahren können. Ach. Vielleicht ist das einfach ausgleichende Gerechtigkeit für den technischen Schaden aus Imola. Ich versuche es mir schön zu reden. Da sind wir nicht unter den besten 10, doch Platz 8. Trotz der vielen Boxenstops einiger, okay. Platz 8 überrascht mich doch sehr. Fisico 2,5 hinter uns, 9 Zehntel. Benetton auf der 3, auch punktetechnisch. Also gesamtpunktetechnisch in diesem Rennwochenende. 4 Zähler für Platz 3 ist echt dünn, oder? Ja, aber so ist es halt mit nur 6 Plätzen. Die Punkte bekommen. Wir sind hinter Häkkinen, vor Panis, vor Irvine. Vor Irvine ist sehr wichtig, weil sein Teamkollege noch nicht gepunktet hat. Michael Schumacher hat 20 Zähler Vorsprung, er kann zweimal ausscheiden und ich denke, er wird immer noch auf der 1 sein, weil mehr Rennsieger. Bleibt Schumacher 5 Punkte hinter Barrichello, so langsam wird es eng. Für den zweiten Ferrari, Heidfeld auf der 4, das freut mich sehr für ihn. Trulli, Häkkinen, wir. Wie weit wir vor Montoya stehen, also wie weit, das sind nur 4 Punkte. Der wird einmal Dritter und dann hat er uns wieder, aber muss er erstmal schaffen. Die Konstrukteurs-WM. Wir liegen hinter BAR und ich denke, das wird weiterhin sehr schwierig sein, vor die zu gelangen, denn die Saison ist noch lang und die haben das auf jeden Fall potentere Auto für eben mehr Punkte. Jaguar 13 hinten ist erstmal sehr gut. Ferrari 94 Zähler. Bald haben die dreimal so viele Punkte wie der Zweitplatzierte. Bis zum Saisonende schaffen die das auf jeden Fall. Drei Teams haben noch keine Punkte, 9, 10 und 11. Minardi, Arrows und Prost Acer. Na gut. Ich habe es mir jetzt auch gefühlt am Ende schön gerettet. Ich kann noch halbwegs mit diesem Platz 3 leben, aber irgendwie ist da halt weiterhin dieser fade Geschmack. Und hätte ich gelupft, dann wäre das Rennendergebnis auch nicht so toll gewesen. Vielleicht aber fairer, weil ich Platz 3 verloren hätte. Ach, dafür gibt's eine Rennleitung, aber die gibt's hier nicht. Also schon, aber nicht so, wie man sie sich vorstellt. Wobei, in echt ist sie zurzeit auch sehr grützend, das schon seit ein paar Jahren. Ich sehe es positiv. Ein dritter Platz, dank des nassen Qualifyings. Und dank Alesi und dank Barrichello, weil die so unfassbar lahm waren. Ich denke mal, Ralf Schumacher, der hat mich einen Fehler getrieben, der war einfach zu schnell, deswegen hat er mich einen Fehler getrieben, weil ich wusste, der ist zu schnell, da muss ich schon allerletzte Rille bremsen, aber es war zu spät. Wenn ich an das erste Überholmanöver denke, ja, da habe ich geschlafen beim zweiten. Er war einfach besser, genauso wie Michael Schumacher und der Rest, naja, nicht so wirklich. Und insofern versuche ich mich bestmöglich über diesen Platz 3 zu freuen. Aber eben mit dem faden Beigeschmack hätte ich diese Kack-Leitplanke in der Spitzkehre nicht berührt.
Hätte, wäre, wenn, wenn ich hier zurückspringen könnte, dann... Oh, Unwetter, egal. Lassen wir das. Sonst passiert wirklich noch ein Unwetter. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.